Hallo und willkommen zurück hier beim Neujahrsspezial auf Lordio LP. Es geht direkt weiter, Türen zu. Und ab geht Luzi. Wir sind auf dem Weg zum zentralen Omnibusbahnhof nach Freyfort. Sind jetzt in Julianshof und kommen gleich nach Untertal und dann. Geht's weiter? Also ungefähr 20 Minuten noch, dann sind wir da. Und dann war es das auch schon mit diesem Spezial. Wir sind jetzt in Folge 4. Wir haben ziemlich Verspätung, 8 Minuten. Jetzt hüpfen wir ein bisschen hier. Weil wir ein bisschen schneller unterwegs sind. Ich glaube, das ist hier nur eine 30er-Zone. Boah, fällt der Scheiße. Ja, tut mir leid, wir müssen aber gerade ein wenig rasen. Machen Sie die Tür auf! Aussteigen, machen Sie die Tür auf! Ich will hier raus! Da waren wir ein bisschen zu schnell unterwegs. Da haben wir das Auto leider mitgenommen. Aber das hätte auch bremsen können. Also, das hat es gesehen, dass ich da rausgekommen bin. Das war noch weit weg. Aber das ist halt die KI in OMSI. War mit OMSI 2 versprochen, eigentlich, dass die KI ein bisschen besser wird. Aber ich sehe da momentan noch keinen Anhaltspunkt. Also die KI ist irgendwie nicht so ganz der Wahnsinn. Hat man ja jetzt wieder gesehen. Also ein normales Auto hätte gesehen, dass da der Bus rauskommt. Aber naja, ich war vielleicht auch ein bisschen zu schnell unterwegs. Ich sehe es ja ein. Naja. Ist ja viel zu spät. Ist kalt draußen. Eine Tageskarte bitte. So, eine Tageskarte. Dankeschön. Guten Tag. Ich hätte gerne eine Karte für eine Kurzstrecke. Kurzstrecke. Hallo. Sie sind aber ganz schön spät gekommen. Ja, ich weiß. Naja, ist ein bisschen chaotisch hier das Neujahrsspezial. Wir hatten eben schon ein paar Unfälle in den anderen Folgen. Aber naja. Was ist das denn? Da konnte ich jetzt wirklich nichts für. Wie ist das denn? Oh Mann, ey. Also ich sag ja. Hier steht höchstwahrscheinlich in OMSI steht KI für. Nicht für künstliche Intelligenz, sondern für künstliche Idioten. Jetzt musst du erstmal hier um die Ecke kommen, ohne irgendwo anzuecken. Irgendwelche Leute platt zu fahren. Mensch, Skinner. Das ist ja heute echt eine Folge. Den schlechten Fahrstil. Ja, komm, halt die Schnauze. Nee. Hoffentlich wird das in den Let's Play-Folgen dann mal besser. Aber naja. Also sozusagen kann man das jetzt hier sehen, das Neujahrsspezial ist Vorbote zum Let's Play OMSI 2. Da ab jetzt Sonntag dann ist wahrscheinlich die erste Folge als normales Let's Play starten wird. Also wir haben 25 Grad im Bus, das ist recht heiß, von daher lassen wir die Heizung jetzt auch aus. Die Folge kommt ja jetzt, glaube ich, abends um 6, wenn ich mich nicht irre. Und dann kriegen wir es vielleicht doch hin, machen wir halt die Folge ein bisschen länger.
wir fahren hier mit 80 km/h. Und sind wieder ein bisschen zu schnell, aber gab jetzt glücklicherweise keinen Unfall. Aber ich war ein bisschen zu schnell unterwegs. Hab die Baustelle aber zum Glück noch früh genug gesehen. Naja. Fahren. Ich komme auch jedes Mal zu spät. Jo, so, der will nicht mitfahren, wie es aussieht. Dann kommt Odenburg oder Odenberg. Dann kommt Tierheim, dann Autobahn, dann sind es auch schon JVA und so. Also so ganz so weit ist es jetzt nicht mehr. Hallo. Verspätung, das ist natürlich ein bisschen blöd, aber wir hatten ja auch eben ja die Unfälle und alles. Laufen irgendwie die Menschen durch den Wald, irgendwie mit ein bisschen wandern und so. Und hier ist jetzt auch schon das Tierheim. Da will auch einer einsteigen. Guten Tag. So. So, fahr, Junge. Boah, geradeaus müssen wir jetzt auf die Autobahn. Als nächstes kommt Schmälerzüge, dann nach der Autobahn da. Autobahn ist ja dann da die kleine Stelle, da wo die Haltestelle ist. Vielleicht habt ihr ja die ganzen ersten Folgen dann schon gesehen, die hier vor waren. Erste, zweite, dritte. Da habt ihr das dann vielleicht gesehen, die Hinfahrt nach Kohldorf. Und da sind wir ja auch hier lang gefahren. Oder jetzt nicht hier, aber Schmielitzer Höhe auf der Gegenspur. Und jetzt geht's dann hier gleich irgendwo auf die Autobahn. Hier geht's jetzt ab. Richtung Autobahn. So, jetzt haben wir freie Spur, der ist gewechselt.
also ich glaube, die Verspätung können wir irgendwie nicht mehr ganz reinholen. Ach, jetzt überholt er mich, der Drecksack. Ich dachte, ich kann ihn hinter mir halten, aber Pustekuchen. So, München-Berlin kannst du hier abbiegen. Ah, jetzt überholen wir. Jetzt kann er mich mal. Ja, musst du dich gar nicht holen. Jetzt müssen wir ein bisschen langsamer fahren, sonst knallt die gleich wieder. Jetzt sind wir aber, glaube ich, gleich schmäler zur Höhe. Ah, jetzt haben wir schon fast 6 Minuten. Jetzt sind wir schon ein bisschen besser hier. Ah, da unten ist schmäler zur Höhe. Also eigentlich schmilzt tiefer, weil hier geht es runter. Kriege ich meinen Termin nicht mehr. Ja, hast du gelitten. So, dann kommt jetzt, glaube ich, die JVA. Und dann kommt ja auch schon Freifurt. Und da fahren wir noch zum Betriebshof parken ein. Dann ist dieses neue Spezial auch schon zu Ende und dann ist ja auch schon bald der 1. Januar zu Ende und wir sind schon bald mittendrin im Jahr 2014. Naja. Mal ab zum Knast jetzt hier. Der fährt, das ist ja unglaublich. Hat er seinen Führerschein gewonnen, oder was? Ich habe den Führerschein nicht gewonnen, ich habe noch nicht mal einen. Er will anscheinend nur aussteigen. Hat er wieder so ein paar Motorprobleme irgendwie. Ziemlich seltsam. Dann müssen wir abbiegen jetzt. Aber hier müssen wir erstmal vorbeikommen. Oder erstmal rüberkommen. Befreiung. Einsteigen.
So, hier sind wir ja auch schon im Betriebshof. Und dann geht's jetzt nur noch runter bis ZOB. Aber dann werde ich keine Folge mehr dran erinnern. Mal packen wir das jetzt mal in die Folge. Letzte Haltestelle, dann ZOB. Nee. Ihr bleibt schön draußen. Wir fahren jetzt nämlich nicht bis Kohldorf Mitte. Wir machen jetzt eine... So. Licht aus. Dienstfahrt. Dann müssen wir hier noch den Dienst abbrechen. Welcher Ersatzbus da jetzt kommt, weiß ich nicht, ist mir aber auch eigentlich ziemlich Latte. Und jetzt fahren wir zurück zum Betriebshof. Wie lahm fährt der denn hier im Berg hoch? Naja, also, das war dann jetzt, wir fahren jetzt noch bis zum Betriebshof, das war dann jetzt mein Neujahrsspezial. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe ein bisschen gefailt mit ein paar Unfällen und so, aber naja, passiert halt schon mal. Und ja, wenn ihr mehr von Omsi und Co. hier auf Lord ULP mitkriegen wollt, dann könnt ihr gerne abonnieren. Dann kriegt ihr immer aktuelle Folgen von Omsi, Formel 1 und was halt noch so alles kommen wird. Also, da könnt ihr gerne abonnieren, wenn ihr da mehr von sehen wollt. Wir werden dann auch hier, ab Sonntag wird dieses Let's Play ungefähr dann starten. Da wird es dann auch Sachen geben wie... Freifurt Linie 62 und die anderen Linien, die es hier noch gibt, die wir dann abfahren werden, weil wir haben ja bis jetzt nur die 63 und auch nur bis Kohldorf. Es gibt ja noch eine bis Altenburg, Bahnhof und Schulzentrum, und das wird es dann auch noch zu sehen geben. Das werden wir dann alles im normalen Let's Play machen. Das war jetzt erstmal das Neujahrsspezial und ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Ganzen einen Daumen hoch. Und wir parken jetzt noch unser Gefährt hier.
und machen dann erstmal Feierabend. Gang raus, Motor aus, Feststellbremse rein, Tür auf, dann aufs Zielfeld, 000 Leerfeld, innen ist aus, hier haben wir ein Leerfeld, Licht aus, Elektrik aus, Tür auf und raus. Tür zu. Und da steht unser Gefährt jetzt in einer Reihe. Also wir werden, wie gesagt, hier noch mehr von sehen von Omsi. Ab Sonntag wird es das im Let's Play geben. Ich hoffe, euch hat dieses Neujahrsspezial gefallen. Und nochmal, ich wünsche euch viel Glück und viel Erfolg im Jahr 2014. Ich bin gespannt, was wir noch alles zusammen erleben werden auf diesem Kanal, was sich alles verändern wird im Jahr 2014. Und sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen von diesen 4 Folgen, diesem Spezial. Und sage bis zum nächsten Mal, bis Freitag bei Formel 1. Hoffe, ihr schaltet ein. Macht gut, bleibt wie ihr seid und tschüss.